Emden, die Region, ist natürlich das Zentrum der Energiewende. Hier wird nicht nur Strom durchgeleitet, hier wird auch Strom genutzt. Und ich glaube, wir sind hier in Emden so pragmatisch, weil wir eben auch wissen, dass diese Energiewende notwendig ist. Die Akzeptanz und diese gute Zusammenarbeit vor Ort haben es uns ermöglicht, zügig einen Standort für den Konverter zu finden. Und ich kann Ihnen versprechen, dann wird hier am Standort der oder einer der modernsten Konverter Europas entstehen. Nachdem wir im Oktober 2023, also im letzten Jahr, den Spatenstich hatten für den Beginn der Erdbauarbeiten unserer Kabeltrasse, haben wir jetzt hier einen weiteren wichtigen Meilenstein, indem wir nämlich den Grundstein legen für den Konverter hier in Emden. Mit dieser Gleichstromverbindung A-Nord schaffen wir es, bis zu 2 Gigawatt Windstrom aus dem Norden Deutschlands in die Verbrauchszentren nach Nordrhein-Westfalen und auch nach Baden-Württemberg zu transportieren. Wir konnten durch den vorzeitigen Baubeginn wichtige Zeit rausholen und fangen jetzt im August hier mit den Hochbauarbeiten für den Konverter an. Aktuell befinden wir uns in den Pfahlgründungsarbeiten und werden bis Oktober 5000 Pfähle in den Boden setzen. Die Konverterstation hier in Emden erfüllt im Wesentlichen zwei Aufgaben. Erstens die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom. Zweitens unterstützt die Anlage die Regulation der Netzstabilität. Natürlich ist Emden durch das Thema Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien attraktiv und interessant für Neuansiedlungen, für Industriearbeitsplätze, für innovative Unternehmen. Und gleichzeitig werden wir unserer Verantwortung der Gesamtdeutschen gerecht, dass eben die Energie auch weitergeleitet werden kann in den Süden. Damit schaffen wir ein Klimaneutralitätsnetz in Deutschland zur Energiewende, zu unserem Ziel, was wir in Niedersachsen schon haben, nämlich auf 100% erneuerbare Energien zu gehen. Also ein Schlüssel für den Erfolg, wirklich bei diesen Projekten gut voranzukommen, ist die Kommunikation mit den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern und auch die Zusammenarbeit mit der Politik vor Ort, mit dem Bürgermeister. Das hat hier hervorragend geklappt.